sind die Aufgaben des Bundesverfassungsgerichts. Ich zitiere aus der Homepage des Bundesverfassungsgerichts. Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe wacht über die Einhaltung des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland. Seit seiner Gründung im Jahr 1951 hat das Gericht dazu beigetragen, der freiheitlich-demokratischen Grundordnung Ansehen und Wirkung zu verschaffen. Das gilt vor allem für die Durchsetzung der Grundrechte. Zur Beachtung des Grundgesetzes sind alle staatlichen Stellen verpflichtet. Und ich zitiere noch einen Satz aus der Homepage. Die Begrenzung staatlicher Macht ist ein Kennzeichen des modernen demokratischen Verfassungsstaats. Nun, das sind hehre und seit 2 Jahren leider auch leere Worte. Dabei kann ich nur sagen, ich selbst habe 27 Jahre lang als Anwältin auch an den Schutz der Bürger durch das Bundesverfassungsgericht vor Übergriffen des Staates geglaubt. Ich habe sogar mehrere Verfassungsbeschwerden eingereicht und 3 gewonnen. Das ist allerdings 10 Jahre her. Mein Eilantrag vom April 2020 wurde binnen 2 Tagen abgelehnt. Meine umfangreiche Verfassungsbeschwerde zum Masernzwangsgesetz als Testballon für die Corona-Zwangsimpfung hängt seit einem Jahr unbearbeitet beim Bundesverfassungsgericht und ich habe wenig Hoffnung auf eine verfassungsgemäße Entscheidung. Denn leider erleben wir seit ziemlich genau 2 Jahren ein ganz anderes Gesicht des Bundesverfassungsgerichts. Die Grundrechte werden vom Gesetzgeber und von der Bundesregierung und den Landesregierungen durch hundertfache, inzwischen sich stets ändernde, sich widersprechende und eindeutig verfassungsfeindliche und vor allem grundrechtsfeindliche Corona-Verordnungen mit Füßen getreten. Und das Bundesverfassungsgericht segnet alles ab. Das ist eine Schande. Zuerst waren es die Corona-Kritiker, die angefeindet, diffamiert und teilweise sogar von der Polizei misshandelt wurden. Dann begann die Diffamierung und unglaubliche Ausgrenzung vom sozialen Leben der gesunden Menschen, die sich aufgrund der rasanten Entwicklung der Impfstoffe nie auf Sicherheit geprüft, sondern ausdrücklich durch EU-Ordnung davon befreit und aufgrund der erschreckenden Erkenntnisse über die Corona-Impfung zu Recht diese Impfung verweigern. Und jetzt geht es an unsere russischen Mitbürger, die wegen des Ukraine-Konflikts in einer weiteren beispiellosen Medienkampagne diffamiert und in Sippenhaft genommen werden. Der Staat macht dies alles mit, ja, er initiiert dies, er unterstützt, finanziert dies durch millionenschwere Medienkampagnen und wieder sagt niemand Stopp, erst recht nicht unser vermeintlicher Hüter der Verfassung, das Bundesverfassungsgericht.
solchen Entgleisungen an Unmenschlichkeit und Diskriminierung nicht sofort streng eingreift, dann ist der Hetze, der Diffamierung, der Beleidigung und der massiven Verletzung der Menschenwürde auch im privaten und wirtschaftlichen Bereich Tür und Tor geöffnet. Und genau dies passiert aktuell. Die Corona-Politik und jetzt die Ukraine-Politik und die begleitenden Medien haben es geschafft, bei vielen Menschen erneut deren hässlichste und widerwärtigste Seiten hervorzukitzeln. Seiten, von denen jedenfalls ich glaubte, dass wir sie angesichts einer jahrzehntelangen Aufarbeitung unserer eigenen deutschen Schuld hinter uns gelassen hätten. Der Alltag beweist leider genau das Gegenteil. Da empfiehlt der Vorstand der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg in einem Schreiben an 11.000 seiner Ärzte, dass man für Ungeimpfte Sondersprechstunden einrichten solle, und zwar von 7 Uhr bis 7.10 Uhr morgens. Vor 2 Tagen einen verzweifelten Anruf bekommen eines Bekannten, dessen Vater, geimpfter Vater, in der Klinik liegt. Die geimpfte Frau und der geimpfte Sohn dürfen aber nicht hin. Also schreibe ich ein kleines, schnelles Fax mit ganz kurzer Fristsetzung. Man möge den Angehörigen das Besuchsrecht gestatten. Dann bekomme ich zur Antwort: Die Regelungen in dieser Klinik, einer großen Klinik in Heidelberg, seien geimpft und getestet und FFP2-Maske kumulativ, nicht alternativ. Aber dann trotzdem dürfen die Besucher erst nach 7 Tagen geimpft, getestet und mit FFP2-Maske ihre teils schwerkranken Angehörigen in der Klinik besuchen. Ein weiteres Fax. Ein weiteres Fax von mir, eine Viertelstunde später, hat dann dazu geführt, dass ich vom Chef dieser Klinik 5 Minuten später für diese Angehörigen ein Zutrittsrecht und ein Besuchsrecht bekommen habe. Nein, das ist kein Applaus wert. Es ist eine Schande, dass Angehörige einen Anwaltskanzlei beauftragen müssen, um etwas Normales, Menschliches, Notwendiges einfordern zu müssen und dass ich mich 2-mal damit befassen muss, auch wenn es dann genützt hat. Aber es kann doch nicht sein, dass verzweifelte Angehörige ihre schwer kranken Patienten nur durch anwaltlichen Druck besuchen können. Das ist eine Schande. It's a shame. Letzte Woche eine Privatklinik, die Iatros-Klinik in München, mitgeteilt, dass russische und weißrussische Patienten ab sofort nicht mehr behandelt werden. Und da ist mir wirklich der Kragen geplatzt. Geplant hatte ich es schon eigentlich gegen die 3 Vorstände der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg mit ihrer 10-minütigen großzügigen Sprechstunden-Idee.
Aber jetzt habe ich es getan. Ich habe vor 2 Tagen wegen dieses Schreibens der Iatros-Klinik die zuständige Approbationsbehörde in München angeschrieben und um Prüfung des Widerrufs der Approbation dieser 3 ärztlichen Geschäftsführer gebeten. Geschrieben, sehr geehrte Damen und Herren, in obenannter Sache bitte ich um Prüfung des Widerrufs der Approbation der 3 ärztlichen Betreiber der privat geführten Iatros-Klinik GmbH München, Dr. Med. Javier del Valle, Dr. Med. Michael Kasper und Dr. Med. Christoph Schmidhauser. Grund ist der unerhörte Aufruf dieser ärztlichen Geschäftsführer an ärztliche Kolleginnen und Kollegen zur Ablehnung der Behandlung russischer und weißrussischer Patienten, den ich nachfolgend abdrucke. Die Echtheit dieses Schreibens wurde von der Klinik selbst bestätigt. Sie schreibt: Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Invasion der russischen Armee mit Hilfe der weißrussischen Regierung wird von uns aufs Schärfste verurteilt. Russland greift nicht nur komplett unberechtigt die Ukraine militärisch an. Dieses Land bedroht Europa, dieses Land bedroht unsere Freiheit und die Demokratie. Daher werden wir ab sofort und bis auf Weiteres keine russischen und weißrussischen Staatsbürger bei uns behandeln. Sie können sich die Anmeldung sparen. Es wird keine Ausnahmen geben. So wenig wie das Covid-19-Virus oder Herr Putin Ausnahmen macht, machen wir Ausnahmen. Im Zweifel werden wir die Patienten am OP-Tag absetzen. Das gilt auch für schon angemeldete Patienten. Unsere Solidarität gilt dem... Drei Herren schreiben weiter: Unsere Solidarität gilt dem ukrainischen Volk und unsere Maßnahmen sind die Konsequenzen aus dem militärischen Einmarsch der russischen Armee. Mit freundlichen Grüßen, die 3 zitierten Herren. In meiner inzwischen 27-jährigen Anwalt, also das jetzt noch, ich zitiere noch aus dem Schreiben an die Approbationsbehörde. Und schreibe weiter: In meiner inzwischen 27-jährigen anwaltlichen Tätigkeit, davon etwa 24 Jahre ausschließlich im Arzt- und Medizinrecht, als Vertreterin von Ärzten, Zahnärzten, Kliniken und sonstigen Gesundheitseinrichtungen, habe ich es noch nie erlebt, dass Ärzte so offen und schamlos die Behandlung von Patienten aufgrund deren Staatsangehörigkeit ablehnen. Es ist anzunehmen, schreibe ich, dass insbesondere diese Klinik als Privatklinik in den Jahren zuvor millionenschwere Umsätze mit gerade diesen russischen und weißrussischen Patienten getätigt hat. Die in dem Schreiben zum Ausdruck gekommene Menschenverachtung und die Sippenhaft aller weiß- und russischen Patienten aufgrund der Invasion der russischen Armee belegt nicht nur ein unwürdiges Menschenbild. Sie stellt insbesondere einen vorsätzlichen Verstoß gegen die ärztliche Berufsordnung, das ärztliche Berufsverständnis und die Deklaration von Genf und Helsinki dar. Dieses Gelöbnis ist... Bestandteil des bayerischen Berufsrechts und damit zugleich Voraussetzung für die Würdigkeit und Zuverlässigkeit zur Ausübung des ärztlichen Berufs. In der Deklaration von Helsinki heißt es unter anderem: Ich werde nicht zulassen als Arzt, dass Erwägungen von Alter, Krankheit oder Behinderung, Glaube, ethnischer Herkunft, Geschlecht, Staatsangehörigkeit, politischer Zugehörigkeit, Rasse, sexueller Orientierung, sozialer Stellung oder jeglicher anderer Faktoren zwischen meine Pflichten und meine Patienten treten. Ich schreibe weiter: Die 3 Ärzte haben dokumentiert, dass sie unwürdig sind zur Ausübung der ärztlichen Tätigkeit. Bietet sich von selbst, politische Meinungen und Propaganda in die ärztliche Berufsausübung hineinzutragen. Die Unterzeichnerin ist schockiert von der offenen Feindseligkeit gegenüber weißrussischen und russischen Patienten und daher überzeugt von der Unwürdigkeit dieser 3 Ärzte. Es wird daher darum gebeten, den Widerruf der Approbation
wegen Unwürdigkeit zur Ausübung des ärztlichen Berufs nach § 5 Bundesärzteordnung zu überprüfen. Bitte halten Sie mich über die Einleitung und den Fortgang eines Approbationsverfahrens gegenüber allen drei Ärzten informiert. Mit freundlichen Grüßen, Beate Bahner. Schreiben habe ich übrigens auch an das zuständige Gewerbeamt versandt mit der Bitte um Überprüfung des Widerrufs der Klinikkonzession nach § 30 Gewerbeordnung. Ja, liebe alle, das macht zusätzliche Arbeit. Arbeit, die eigentlich die Behörden und die Gerichte tun sollten und nicht private, redliche Bürger und meine Anwälte und Anwältinnen. Aber der Rechtsstaat fällt seit Corona jedenfalls in diesen Fragen nahezu zu 100% aus. Deshalb müssen offensichtlich wir tätig werden. Immerhin, das Schreiben der Iatros Klinik, vielleicht auch mein Video-Statement dazu vor ein paar Tagen, hat eine erhebliche Resonanz ausgelöst. Ich bekam also von einer Mitarbeiterin von zwei Ärztinnen, die in dieser Iatros-Klinik ihre Räume mieten, wahrscheinlich belegärztlich tätig sind, eine E-Mail und die sagte, muss man ja nun auch noch ein bisschen jetzt sehen. Die Klinik hat reagiert, ja, hat sie, und zwar wie folgt. Erklärung zu unserem am 8.3., also vor drei Tagen, Erklärung zu unserem Schreiben vom 4. März 2022. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Reaktion auf unser Schreiben hat uns stark betroffen gemacht und zum Nachdenken gebracht. Unsere Absicht war es, Mitgefühl mit dem ukrainischen Volk zu bekunden und ebenso wie andere Unternehmen es vorgemacht haben, die geschäftlichen Bindungen mit Russland zu kappen und ein Zeichen der Unterstützung zu setzen. Dieser Gedanke war zu diesem Zeitpunkt in seiner Gesamtheit nicht zu Ende gedacht. Sie schreiben weiter. Die Art unseres Schreibens wurde von etlichen zu Recht kritisiert. Wir nehmen diese Kritik daher in vollem Umfang an. Es liegt uns vollkommen fern, Patienten aufgrund ihrer Herkunft zu diskriminieren oder auszuschließen. Wir entschuldigen uns dafür, dass dieser Eindruck entstanden ist. Das Schreiben endet. Als Zeichen unserer Solidarität haben wir 10.000 Euro an die Organisation Ärzte ohne Grenzen gespendet, um deren Einsatz in der Ukraine zu unterstützen. Wir sehen also einerseits, in einer Minute fertig, dass empörter Protest hilft. Aber wir sehen insbesondere auch, dass wir dranbleiben müssen an unmenschlichen Ärzten, an Gerichten, die ihren Eid vergessen haben. An der Aufdeckung und Sanktionierung dieser unfassbaren Entgleisungen, für die meine drei Beispiele aus dem medizinischen Bereich nur ein winziger Ausschnitt waren. Es gibt leider seit zwei Jahren 100.000 weitere Beispiele. Ich sehe wirklich großes Leid auf meinem Schreibtisch, verursacht durch diese Tätigkeit, aber auch durch das große Schweigen der allermeisten Mitbürger. Das ist das, was die jüdische... Philosophin Hannah Arendt sehr treffend als die Banalität des Bösen bezeichnet hat. Es wird höchste Zeit, dass Menschlichkeit, Würde, Integrität, Redlichkeit
und Ehrlichkeit wieder honoriert werden. Ich jedenfalls und wir Anwälte für Aufklärung kämpfen jeden Tag dafür. Danke.